Dem Neustart der Basketball-Bundesliga steht nichts mehr im Wege. Der FC Bayern und 9 weitere Clubs werden in München den Meister der Saison 2019/20 ermitteln. Damit kann die Mitte März unterbrochene Spielzeit doch noch sportlich beendet werden. Ausrichter der Meisterrunde ist Titelverteidiger FC Bayern München. Eine gute Nachricht, dass das Konzept, das die Liga vorgelegt hat, einstimmig von allen Behörden genehmigt worden ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich ein großer Vertrauensvorschuss dieser Behörden gegenüber der Sportart Basketball und der Liga und der teilnehmenden Vereine. Und daher ist jetzt für uns sehr, sehr wichtig, dass wir sehr diszipliniert und auch unserer Vorbildrolle bewusst sind. Die bayerische Staatsregierung genehmigte für den Juni ein Meisterschaftsturnier in München. Grundlage sind die Pläne der Basketball-Bundesliga. Weil man jetzt die Schlussphase für die Bundesliga konzentriert, alle Spiele hier innerhalb von 3 Wochen in München durchführt. Es bleiben alle Spieler in diesen 3 Wochen in einem Hotel bzw. im Audidom als Sportstätte. Die Spiele werden im Audidom ausgetragen. Während der gesamten Zeit des Turniers werden die Mannschaften in einem Hotel in Quarantäne leben. Der Plan ist, dass das erste Wochenende im Juni ist, dass das Turnier anfängt. 3-4 Tage davor werden alle Mannschaften anreisen und einquartiert sein. Und bis dahin muss jede Mannschaft an eigenen Standort sich auf dieses Turnier vorbereiten. Gutes Konzept und deshalb haben wir gesagt, das machen wir hier in Bayern. Und da jetzt eben die gesamte Restspielzeit sozusagen in München abgewickelt werden soll, ist es mit der heutigen Entscheidung der bayerischen Staatsregierung auch schon erledigt. Andere Bundesländer brauchen wir nicht dazu. Es wird eine Vorrunde mit 2 Fünfergruppen geben. Danach folgen die Playoffs bis zum Finale. Während des gesamten Meisterschaftsturniers in München werden Spieler, Trainer und Betreuer engmaschig getestet.